So, servus beieinander. Ich habe schon mal hochgeladen gehabt, ist aber YouTube zu lang, Viertelstunde, mehrere darf es nicht sein. Gut, hab viel zum Erzählen gehabt, sind 20 Minuten geworden, machen wir es kürzer. Gut, worum geht's? Polizeikontrollen. Ne? Die Sache ist schon ziemlich was her, so 20 Jahre circa. Damals habe ich einen Käfer gefahren. War in München drin, habe einen Spätzle dabei gehabt und wir sind also. Ja, sagen wir mal die Location, das ist die Fraunhofer Straße. Wenn man die von der Humboldtstraße runterfahrt, über die Humboldtbrücken drüber in die Fraunhofer Straße rein, verengt sich die von vier Fahrspuren auf zwei Fahrspuren und ja, nachts probiert man halt dann ganz gerne mal an dem, der wo neben einem fährt, der eigentlich auf Seite, also auf meine Seiten in dem Fall rüber möchte, vorbei zum Druckersee, indem man Gas gibt und dem anderen also nicht die Chance gibt, sich vor mir einzuordnen, sondern erst nach mir. Blöd ist halt, wenn man einen Polizisten sozusagen ausschneidet. Gut, habe ich nicht gemacht, ging ja gar nicht. Wie gesagt, ich habe einen alten Käfer gehabt, 34 PS. Blöd gelaufen. Ja. Jedenfalls bin ich auch kontrolliert worden, weil ich dieselbe Antenne am Dach gehabt habe, wie der Vorherfahrende, der den Schein ausgeschnitten hat. Gut, ich muss wirklich schnell mal, die Viertelstunde ist schnell vorbei, machen wir es ganz, ganz flott. Auf jeden Fall bin ich auch aufgehalten worden und dann hat der Schein also bei mir eine Suche angefangen. Dass er irgendwas findet, was, ja, auf gut Deutsch gesagt, mir angekreidet werden kann. Also allererst hat er sich darüber beschwert, meine Stoßstangen seien nicht vorhanden. Käfer. Ne? Da habe ich gesagt, ja, richtig, die habe ich weggeschraubt, selber. Ja, warum? Sag ich, weil ich das darf. Ja, wie? Man darf doch keine Stoßstangen nicht wegschrauben. Sag ich, wo steht das? Das soll ich mal zeigen. Auf jeden Fall darf ich eine Stoßstange wegschrauben. Es ist ja so, man darf eine Stoßstange wegschrauben, wenn, und jetzt kommt es nämlich, keine scharfen Kanten dabei entstehen. Beim Käfer. Scharfe Kanten? Ich muss überlegen, habe ich da jemals eine gefunden, eine scharfe Kanten? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja, habe ich das dann dem Schein, die erklärt habe, und gesagt, es ist so. Ja, woher das war's? Sag, mein Vater ist beim TÜV. Ja, wie? Sag, ja, mein Vater ist beim TÜV, den habe ich gefragt. Und der hat nachgeschaut und hat gesagt, ja, Stoßstange ist keine Sache, die für die Fahrsicherheit zwingend notwendig ist und wenn keine scharfen Kanten entstehen, darf man das wegschauen. Ist zwar ein wenig schräger, weil wenn ich einen niederfahre, glaube ich, ist dem wurscht, ob ich ihn jetzt halt niederfahre und er sich an der scharfen Kanten noch einen aufreißt oder nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich die weggeschraubt. Dann meinte er so, ja. Sag ich, außerdem ist ja noch so, wenn ich jetzt in meine Papiere reinsteht, da steht reinschaut, dann steht drin Länge. Und dann kommt es nämlich, was bei anderen Autos nicht drin steht, je nach Ausrichtung der Stoßfänger. Stoßstangen, Stoßfänger, ne? Beamtendeutsch. Wenn ich jetzt die Stoßstangen weg tue und miss von Frontblech bis Heckblech, habe ich den einen Wert. Tue ich die Stoßstangen rein, die haben ein Langloch drin, ziehe es ganz raus, schraube es fest, miss noch einmal, habe ich den anderen Wert. Also, stimmt es einmal von der Länge her. Egal was jetzt ist, ob jetzt eine Stoßstange drauf ist oder nicht. Es sind auf jeden Fall, ja, keine Probleme damit zu erwarten. Es geht ja nur mehr an meinem Auto kaputt, wenn ich niedermache und habe keine Stoßstange vorne dran hängen. Ja, dann hat er also das als erstes geschluckt, dann hat er weitergesucht. Er konnte ja keine Rüne geben. Meine Blinker. Oh, meine Blinker, ja. Beim Käfer, also bei meinem, ich habe einen Typ 11 gehabt, das heißt Mexiko-Käfer, der mit der geraden Frontscheibe und den Blinkern in der Stoßstange. Der hat es also nicht oben auf dem Kotflügel gehabt, das waren die Deutschen, sondern über Mexiko-Käfer gehabt, der hat es wie die alten und wie die Golf, nämlich genau dieselben Blinker gehabt, in der Stoßstange vorn drin. Ja? Und jetzt habe ich natürlich gedacht, was machst du jetzt mit denen? Ja, also, hinmachen musst du es ja wieder und ein Loch wollte ich oben nicht reinbohren. Ich hätte zwar zu dem Zeitpunkt daheim sozusagen diese Blinker für oben drauf gehabt, aber das war mir zu viel Stress, dass ich die hinmache. Außerdem hätte ich da Löcher reinbohren müssen, einige und naja. Bei Kotflügeln mit Käfern, das war immer so ein Problem. Ich glaube, ich habe in der Zeit, wo ich den Käfer gefahren habe,
sämtliche Kotflügel mindestens dreimal austauscht. Damals war es auch so, das waren also Austauschkotflügel. Und da komme ich gleich drauf. Ja, auf jeden Fall hat er gemeint, ja, die Blinker sind also nicht an der richtigen Stelle und das Klo. Dann sage ich, hallo, das sind Serienblinker, die sind beim Golf auch drin. Ja, aber so wie die festgemacht sind, jetzt muss ich mir erklären, die habe ich, da wo die zwei Löcher waren, wo die Stoßstange reingeschraubt, ja, da habe ich nämlich draufgeschraubt, auf die Löcher. Von hinten ein Blech dagegen mit einer Schraube und dann waren die fest. Sind nicht umeinander beidelt, es waren fest und haben blinkt. Ja, das geht nicht. Sag ich doch, und ob das geht? Ja, wieso soll das gehen? Sag ich, beim Motorrad sind sie ja noch enger beieinander. Ja, richtig. Sag ich, eben, ja, und mein Auto ist groß genug, also wenn ich blinke und ich komme mal entgegen, dann sieht er die Lampen links und rechts, dann weiß er, wie breit das mein Auto ist. Die Blinker sind ja auch nicht viel weiter auseinander als die Lampen. Und dann kommt noch dazu, ja, sind die Originalteile, und wenn ich kleinere hinmache, sagt da keiner was. Entenblinker, also für 2CV, ja, Citroën 2CV, bekannt als die Enten, Ente, die haben auch hingeschraubt werden dürfen, an einen Käfer. Da gab es überhaupt kein Problem, keine Eintragung, kein gar nichts. Ja, woher das weiß, sag ich, weil mein Vater beim TÜV ist. Ja, okay, gut, muss noch was dazu sagen, mein Vater war wirklich beim TÜV. Das ist jetzt kein Flachsinn oder was. Nur er war nicht bei den Wapperlkleber, also es ist keiner von den Ingenieuren, die also da die Untersuchung macht, sondern mein Vater war im Reifenversuch über 35 Jahre lang und der kann sich auch erkundigen, aber das brauche ich ja dem Schande nicht erzählen, dass er nicht als Wapperlkleber und als ja, Fahrzeugingenieur tätig war. Reicht eigentlich, dass ich gesagt habe, er hat beim TÜV gearbeitet oder er war damals noch beim TÜV. Ne? Ja, weiter ging es dann, hat er gesagt, ja, Trittbretter sind auch keine dran. Sag ich, weiß ich, habe ich selber weggeschraubt. Ja, das darf man nicht. Sag ich, ob man das darf. Sieh, meine erste Erklärung mit den Stoßstangen, weil keine scharfe Kante entsteht. Und da, wo die Aufnahme ist, wo man den Wagenheber rein tut, zum Hochkurbeln, da habe ich ein Blecherl drüber gemacht gehabt. Das war umbördelt. Das heißt, da war auch keine scharfe Kante nicht dort. Hat sich also im Endeffekt auch keiner nur zusätzlich weh da können, wenn er mal schon seitlich ins Auto läuft. Gut, da hat schon gemerkt, der Polizist wird immer grantiger, weil er halt nichts findet, ums Verrecken nichts findet. Als nächstes hat er dann meine Scheinwerfer bemängelt. Die waren verrostet. Sag ich, nein, die sind nicht verrostet. Da, das sieht er doch ganz deutlich. Sag ich, nein, da ist eine Standlichtlampe mitlackiert worden. Nein, die sind verrostet und das geht nicht. Sag ich, guter Mo. Ich habe vor 14 Tagen nagelneue Lampendäpfe gekauft. H4 Lampendäpfe. Die sind sogar noch heller als die Bilux, wo vorher drin waren. Weil die waren verrostet. Ich habe nur die zwei Kotflügel, wie ich die hingeschraubt habe, grundiert. Abgeschliffen und grundiert. Und beim Käfer ist halt einmal ein Standlichtlampe, also bei meinem Käfer, oder bei der Baureihe von meinem Käfer, ist ein Standlichtlampe nicht im Lampentopf drin, sondern genau, im Kotflügel. Da werden dann die Lampen drüber gesteckt und dann hat man wieder Standlicht. Jetzt habe ich das mittlerweile hier gehabt, jetzt war das ein wenig dunkel. Dann habe ich gesagt, ja, und? Selbes Problem wie vorher, interessiert keinen. Die sind hell genug, dass sie im Endeffekt erkannt werden. Sie haben ja gesehen, dass die Standlichtlampen brennen. Also sind sie hell genug, dass sie erkannt werden in der Nacht, also gibt es kein Problem damit. Na, das geht nicht, sage ich, Moment einmal. Ja, jetzt warte mal, mein Freund. Gut, das habe ich nicht gesagt, mein Freund, weil da sind sie oft einmal ein bisschen allergisch. Ich habe gesagt, Moment, ja, bin ans Auto gegangen, habe also durchs Fenster reingelangt, Zündung angemacht, sind die normalen Scheinwerfer gelaufen, bin wieder zurück, sage ich, und jetzt? Schau dir an, die sind ja gar nicht verrostet. Sag ich, was sag ich? Soll ich eine Rechnung zeigen, die liegt im Handschuhfach. Ja, passt schon. Dann ist er mein Auto rumsatelliert, ja, um noch was zu finden und dann. Da hinten, da fällt der Auspuff. Also ein Real. Ja, beim Käfer hat es ja zwei Real gegeben. Jetzt habe ich bloß eins drin gehabt. Ja, hat er auch wieder sich geschlagen geben müssen, weil ich mir erklärt habe, es ist völlig egal. Der 356er Porsche hat auch bloß ein Real. Interessiert keinen, wenn man das Original lässt und den Deckel drauf tut. Und den Deckel kann man kaufen. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber früher konnte man sozusagen den Deckel kaufen, der dann auf die eine Seite draufgekommen ist, dann hat man bloß ein Ohrauspuffrohr gehabt. Außerdem gibt es auch Auspuffdipferl, die bloß Ohrgeräte gehabt haben, die ganz zum Schluss
aus Mexiko, die letzten Käfer, haben alle auch bloß ein Auspuffrohr gehabt. Die Mekat nämlich, ne? Da hat es auch keinen gestört. Ja, da hat er dann rum, dann hat er angefangen, meine Sicherheitsgurte. Sag ich, ja, und? Die sind da festgeschraubt, was festgeschraubt gehört? Nein, das geht nicht. Sag ich, ob das geht? Also, er ist schon richtig grantig geworden, weil ich natürlich jedes Mal wieder gesagt habe, ja, ob das geht? Ne? Er hat behauptet, nein, das geht nicht. Ich habe gesagt, doch, das geht. Dann habe ich ihm erklärt, warum. Weil das an den Originalbefestigungen, da wo die anderen auch festgeschraubt sind, hingeschraubt worden ist. Ich habe keine Löcher gebaut und deshalb bohrt und deshalb ist das nicht irgendwie eine Sache, die sozusagen die Fahrsicherheit beim Crash beeinflusst, sondern es sind genau die Aufnahmen, wo die anderen Gurte auch drauf hängen. Ja, dann darf aber hinten keiner mitfahren. Dann sage ich, sitzt hinten einer drin? Nein, sage ich, sehen's? Ja, wir. Sage ich, keiner sitzt hinten drin, also darf ich die Gurte benutzen. Das war dann ein Argument, das hat er dann sozusagen auch akzeptiert. Ja, als nächstes hat er dann mein Funkgerät gesehen. Da hat er dann gefragt, ja, ob das zugelassen ist. Sag ich, ja, das ist zugelassen. Da hat er nämlich damit gerechnet gehabt, dass ich mich da sozusagen damit beschäftigt habe, bei AM-Funkgeräte, also Amplitudenmodellierte, müssen zugelassen werden. Damals von der Post, heute auch von der Telekom. Da kriegt man dann noch so ein Zettel. Und da steht dann drauf, dass das Funkgerät zugelassen ist und dass man es betreiben darf. Ja, haben Sie den Zettel dabei? So, ja, logisch habe ich den dabei. Haben wir ihm gegeben. Er hat ihn sich angeschaut, haben wir ihn wiedergegeben. Und dann ist er zu seinem Auto zurück und ich habe auf meine Papiere gewartet im Endeffekt. Irgendwann meint er dann so, ja, gehen wir mal her da. Also ich übertreibe jetzt nicht, sondern wirklich halt so das bayerische Polizistmäßig, ja, gehen wir mal her da. So, ja, gut, ist in Ordnung, gehen wir mal her da. Ich dackel zu ihm hin. Er druckt mir meine Papiere in die Hand und sagt, ja, hau ab da. Oh. So kann man Polizisten im Endeffekt zur Weißglut bringen, indem man nämlich erb nichts finden lässt. Das Beste an der ganzen Geschichte, das kann ich jetzt verzeihen, weil es 20 Jahre her ist, verjährt sozusagen. Ich habe damals schon was gehabt, mit dem man das Auto stilllegen hätte können. Aber es ist eigentlich Formalität, weil ich habe ein Sportlenkradl drin gehabt. Und das Sportlenkradl hat keine Eintragung nicht braucht, hat ein KABE nicht braucht. Das war zugelassen für das Auto mit dem Baujahr. Aber die Narbe zwischen Lenksäule und dem Lenkradl, da hat es ein ABE dafür braucht. Und das ist dann so ein DIN A4 großer roter Zettel mit jede Menge Kleingedruckten drauf. Und wenn man den nicht dabei hat, darf man das Auto nicht betreiben. Ja, das heißt, die Narbe ist für das Auto geeignet, aber nur in Verbindung mit dem Zettel. Deutscher Beamtenwahnsinn halt. Ja, das habe ich nicht dabei gehabt, weil das habe ich mir bestellt gehabt, weil der Händler, wo ich die Narbe gekauft hat, das Ding nicht mehr auf Lager gehabt hat. Das ja, hat er im Endeffekt 2 Tage später mit der Post geschickt. Tja, soweit zum Thema, das was er gesucht hat er nicht gefunden. Aber alles andere, was er gemeint hat, erkannt man es nie ein bisschen. Da hat er sich auch blamiert damit. Fast so wie die Herren vom Kino beim letzten Eintrag. So, jetzt ist meine Viertelstunde schon fast vorbei. Das war's für heute wieder. Ich habe nur 2 Geschichten mit einer Polizeikontrolle, das ist dann danach. Zum Anschauen, es sind noch einige da, ich habe einige noch. Ne? Was ich noch dazu sagen möchte, damals war ich zwar Besitzer von einem alten Käfer, der ziemlich gescheckert ausgeschaut hat, durch ständiges Nachlackieren, weil sie mir ständig reingefahren sind, aber ich war kein Langhaariger nicht. Ich habe damals so 3 mm Haar gehabt. Ja? Das war dann bei mir sozusagen der ganze Kopfschmuck. Ja, aber trotzdem, die Münchner Polizei hat sich da mit der ganzen Sache nicht so besonders mit rumbekleckert. Ja, so, ein paar Sekunden sind es, dann ist die Viertelstunde rum. Ich möchte nicht wieder das YouTube meckern, dass mein Video zu lang ist. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.